auf! Ruhrpott Outdoor hier, heute wieder mit einer kleinen Tour. Ich habe mich länger nicht gemeldet, weil ich echt viel um die Ohren hatte, was die Arbeit anging. Aber heute gehe ich mit meinem Kumpel Paco, der extra aus Mexiko zum Wandern angereist ist, den Leinpfad entlang. Ich zeige euch das mal eben hier. Kann man sehen, ja, im Hintergrund. Oh, Hochwasser. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier den Leinpfad entlang. Das ist in der Höhe von Hattingen, direkt an der Ruhr. Hier rechts ist noch die Straße neben uns. Ein bisschen nervig mit dem ganzen Verkehr. Aber nach ein paar Kilometern dürfte sich das auflösen und dann gibt es ein paar lauschigere Ecken. Wenn ihr Bock habt, kommt mit. Ansonsten viel Spaß. So, wir sind jetzt die ersten paar Meter losgelatscht, gehen hier immer noch die ganze Zeit an der Straße entlang. Hört man wahrscheinlich auch im Hintergrund die Autos, die vorbeifahren. Ist aber ansonsten eine schöne Strecke. Es regnet ganz leicht, was ich gar nicht so schlimm finde. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie das hier mit dem Hochwasser aussieht. Im Moment ist hier auf jeden Fall Hochwasser an der Ruhr, aber nur sehr wenig. Denn wie man im Hintergrund erkennen kann, steht das Wasser hier auch gerne mal bis zu dieser Höhe. Also Kopfhöhe bei mir. Ungefähr noch 2 Meter über dem, was es jetzt ist. Kann man sich vorstellen, dass hier die ganzen Auen komplett überflutet sind. Stelle ich mir ziemlich abgefahren vor. Ja, wir gehen auf jeden Fall noch mal ein Stückchen weiter und ich werde euch immer mal wieder zwischendurch auf dem Laufenden halten, wo wir gerade sind und was wir hier machen. Paco ist schon mal ein Stückchen vorgegangen. Da ist er. Ja, wollen wir mal schauen, was der Tag heute noch so bringt. Es könnte sein, dass es gleich noch ein bisschen heftiger anfängt zu regnen. Wir werden sehen. So, jetzt wird es schon ein bisschen lauschiger hier. Nicht mehr ganz so viele Autos im Hintergrund. Wir sind jetzt von der Straße weg. Rechts neben uns ist eine Bahntrasse. Da oben hört man ein Flugzeug. Ist halt das Ruhrgebiet. Hier hat man nicht unbedingt so die Lage wie jetzt im Harz oder so, wo man kilometerweit gehen kann, ohne einem Menschen zu begegnen. Aber für die Ecke hier ist das eigentlich schon ganz schick. Wie gesagt, wir sind hier mitten in Hattingen. Hattingen eigentlich durch Kohle bekannt geworden. Ist eigentlich eine kleine, sehr industrielle Stadt und dafür ist das hier auf jeden Fall ein ganz guter Fleck. Wir wollen heute eh nur eine kleine Runde machen, ein bisschen wandern. Vielleicht machen wir uns zwischendurch noch was zu essen oder so, wir werden sehen. Auf jeden Fall haben Paco und ich heute schwer Bock, ein paar Kilometer zu machen. Weiter geht's. So, wir haben gerade eine kleine Kuriosität entdeckt und zwar ist hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, so ein kleines Gebäude. Wir haben erst gedacht, das wäre ein stillgelegter Bahnhof oder sowas, aber mittlerweile glauben wir, dass es ein Schützenheim ist, weil wenn man jetzt mal sich dreht, hier kommt der Fluss und da ist tatsächlich da hinten auf der anderen Seite eine Zielscheibe. Das heißt, die ballern von da vorne über den Fluss auf diese Zielscheibe. Sieht mir fast nach einer Bogenscheibe aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier mit scharfen Flinten ballern. Aber ist auf jeden Fall schon mal geil hier, mitten über den Fluss. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen so. Hier, Ruhrtal. Wollen wir mal kurz gucken. Tada. Eigentlich eine ganz schöne Aussicht hier, oder? Musik.
Nachdem wir uns jetzt zweimal komplett verfranst haben, haben wir jetzt den richtigen Wanderweg wieder gefunden. Und hier im Hintergrund kann man auch sehen, müsste jetzt gleich der Zug vorbeikommen. Ja, da. Paco und ich sind jetzt schon ein paar Kilometer gelatscht. Werden jetzt hier nochmal über die Ruhrauen hier unten marschieren, um dann hoch zu Isenburg zu gelangen und dann über den Rundweg wieder zurück zum Parkplatz zu kommen. Das hier ist die Zeche, wie auf dem Schild steht, verlorener Sohn, verloren mit H geschrieben. Ich hoffe, das hat irgendeinen Hintergrund oder irgendeine Bewandtnis. Und ich hoffe nicht, dass jemand so dämlich war und diese Gedenktafel falsch geschrieben hat. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich alt hier. Man sieht ja auch noch an den Wanderwegen diese Durchgänge mit einem Scherenschnitt von einer Kohlenlore und einem alten Bergmann. Wir gehen jetzt hier mal eben kurz hoch, weil wir wissen wollen, wo hier der Einstieg ist. Also hier wurden laut Schild bis zu 1 Million Tonnen Kohle gefördert. Was stand drauf? 1924? Ja. Oh, ja, das hier ist der Stollen. Aber einen Einstieg gibt es hier nicht mehr zu sehen. Jetzt sind wir hier angekommen auf der Schwimmbrücke, auf der befinden wir uns jetzt gerade, die hier direkt über die Ruhr geht. Da hinten, wenn ich mich andersrum drehe, kann man das Wehr erkennen. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht zu erkennen, aber da ist auf jeden Fall ein Wehr. Auch schönen Sauerbraten. So, jetzt sind wir runter von der Verkehrsstraße und von der Brücke am Wehr und gehen jetzt hier wieder der Ruhr entlang. Ist auf jeden Fall schon mal wieder eine etwas ruhigere Stelle hier. Man hört nicht mehr so viel Verkehr. Ja, ein paar Schwäne haben wir gerade gesehen und die sind uns auch ganz schön nahe gekommen. Die waren ziemlich aggro. Ich
glaube, die sind hier andere Sachen gewöhnt. Hier wird man auch öfter mal verfolgt von denen, habe ich gehört. Naja, wir haben eine Axt dabei. Wenn es keiner gibt. Machen wir uns noch einen schönen Braten, Paco, oder? Ja. Ja, sicher. Schönen Schwan auf dem Hobo. Ja, Paco und ich sitzen jetzt hier am Ruhrufer. Hier ist so ein netter Campingtisch und zwei Stühle. Bänke gibt es hier nicht mehr so viele. Ich glaube, die sind alle vom Hochwasser weggespült worden. Es geht jetzt eigentlich nur noch direkt an der Ruhr entlang. Ein paar Fahrradfahrer, die ein bisschen auf den Sack gehen. Aber ansonsten ist das echt eine super schöne Strecke. Oben zieht es sich gerade zu. Das wird auf jeden Fall gleich noch Regen geben. Aber wir haben Poncho dabei und alles. Deswegen ist es nicht das große Problem. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen verstehen. Es ist ziemlich windig hier. Ja, ein paar Kilometer haben wir noch vor uns und dann kommen wir wieder am Parkplatz an, an dem wir losgegangen sind. Und Paco, wie gefällt dir die Tour? Schon was anderes als in Mexiko hier das Wetter? Richtig, und schon frisch ist es geworden. Wir haben jetzt 3:30. So Leute, wir sind wieder angekommen. Der Rundweg ist vollendet. Man hört seine Hintergrundgeräuschen. Hier ist wieder Straße angesagt. Da vorne beginnt wieder der historische Leinpfad, über den wir anfänglich gegangen sind. Wir gehen jetzt hier von der Ruhr weg, über die Straße zum Parkplatz zurück. Und dann war es das für heute. So, das war's von mir hier und meinem Kumpel Paco. Wir haben die Tour für heute beendet. Wir sind hier am Parkplatz angekommen, sind jetzt wieder am Auto. Wie gesagt, war ja auch nur heute eine kurze Tour. Wir sind jetzt so knapp 12,5-13 Kilometer ungefähr gelaufen. Wenige Höhenmeter dabei, aber dafür eine schöne Strecke an der Ruhr entlang. Nichts Spektakuläres. Tut mir leid, dass in letzter Zeit nicht so regelmäßig Videos von mir kommen, aber es ist zeitlich einfach nicht machbar momentan. Ich bin beruflich so eingespannt, dass ich kaum rauskomme und dementsprechend werde ich also sehr wenige, aber dafür hoffentlich interessante Videos posten. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken für die mittlerweile über 580 Abonnenten. Ich bin echt sprachlos, das ging ruckzuck. Manchmal guckst du nachts drauf und am nächsten Morgen hast du irgendwie 20, 30 mehr. Ich bin sehr dankbar dafür und hoffe, dass ich weiterhin gute Videos machen werde, die euch interessieren und dass wir alle Spaß daran haben, halt weiterhin rauszugehen. Paco und ich, wir verabschieden uns. Sagt tschüss, Paco. Tschüss. Und ich würde sagen, Glück auf und bis zum nächsten Mal.